Stellen Sie sich einen Soldaten vor. So groß wie ein Insekt. Die ultimative Geheimwaffe. Verleiht man jedem unbegrenzte Macht, endet es im Chaos. Wie halten wir ihn auf? Ich kenne da jemanden. Scott, ich beobachte dich schon eine Weile. Du bist anders. Und ich glaube, jeder verdient eine zweite Chance. Und du? Absolut. Die Zeiten, in denen ich eingebrochen bin und etwas geklaut habe, sind vorbei. Was soll ich für dich tun? Du sollst einbrechen und etwas für mich klauen. Klingt logisch. Bist du bereit, ein Held zu werden? Der Anzug hat eine besondere Kraft. Du musst lernen, sie zu kontrollieren. Und das sind deine größten Verbündeten. Ihr seid ja niedlich. Wenn du klein bist, hast du übermenschliche Kräfte. Du bist wie ein Geschoss. Du musst lernen, wie man zuschlägt. Und du willst mir das zeigen? Zeig mir, wie man zuschlägt. So schlägt man zu. Du hast deinen Anzug vor mir versteckt. Das wird noch ins Auge gehen. Alle, die dir etwas bedeuten, werden vernichtet. Schlag sofort raus da! Denkst du könntest die Zukunft aufhalten? Du bist bloß ein Dieb! Nein, ich bin Ant-Man. Ich weiß, war nicht meine Idee. Okay, nur zur Sicherheit. Alle kennen ihre Aufgabe, ja? Dave? Bodenüberwachung. Kurt? Fliegendes Auge. Luis? Oh Mann, cool, Wahnsinn, ich darf mir Uniform anziehen. Das geht ab. Luis? Tut mir leid, ich bin voll da, ich bin nur aufgeregt. Außerdem ist dein Mädchen total heiß. Das macht mich auch nervös. Oh, sie sind wunderschön, Mann. Himmel. Danke vielmals, meine Herren. Sie ist nicht... Ey, weißt du, ich habe überlegt wegen einer Taktik, wenn ich undercover gehe, dass ich pfeifen könnte, das ist total unauffällig. Nein, du pfeifst nicht. Nicht pfeifen. Willst du auch noch jodeln oder was? Pfeifen verboten. Gut. Was habe ich gemeint? Das nenne ich einen sehr bedauerlichen Verlust bei einer sehr wichtigen Operation. Ant-Man. Im Kino. Mann. Was ist denn? Tja, die hatten recht. Der Safe ist ein echtes Monster. Wie ernst ist das, Scotty? Das ist ein Carbondale. Baujahr 1910. Gefertigt aus demselben Stahl wie die Titanic. Wow. Kannst du ihn knacken? Tja, es ist so. Kälte kann er nicht so gut vertragen. Wisst ihr noch, der Eisberg? Ja, Mann, hat DiCaprio gekillt. Überhaupt alle? Die alte Frau nicht. Hat noch den Klunker ins Meer geworfen. Ich habe Wasser in den Schließmechanismus gekippt und es mit Stickstoff gefroren. Eis dehnt sich aus, Metall nicht. Und was machst du jetzt? Warten. Geht doch. Was ist drin? Bargeld? Schmuck? Das ist ein Anzug. Was? Der alte
Motorradkombi. Keine Kohle, kein Schmuck, kein nichts? Nein. Ein totaler Reinfall. Tut mir echt leid, Scotty. Ich weiß, du brauchst die Kohle. Scotty, was geht, Mann? Ich frag mich, was ist das? Scheint von dort unten wahrlich anders, oder, Scott? Was? Wer hat das gesagt? Louis! Hier unten! Das ist eine Feuerprobe, Scott. Oder in diesem Fall Wasserprobe. Du bist wohl härter, als du dachtest. Danke für den Kaffee, Ma'am. Es kommt nicht oft vor, dass man irgendwo einsteigt und nochmal eingeladen wird. Immerhin haben wir sie ja beklaut. Du weißt, warum er gesessen hat, oder? Er hat eine Smoothie-Maschine geklaut. Zwei Smoothie-Maschinen. Sicher, dass die das hinkriegen? Oh ja, wir sind Profis. Vergebt uns bitte, wenn wir nicht gerade vor Zuversicht durch die Decke gehen. Hey, kommt mal alle langsam runter und chillaxt. Wir kennen uns in dem Geschäft aus. In diese Gruselhütte sind wir ja auch reingekommen, oder? Ich habe euch gelassen. Man könnte auch sagen, ich habe sie mich lassen lassen. Das ist schon okay, die kriegen das hin. Und wie wir das hinkriegen? Wie kommt Louis da rein? Er ist im System. Ich bin im System? Du bist im System. Im System? Ja, wir sind erledigt. Das Tolle an Ant-Man sind die Charaktere, die seit Jahren in den Comics auftauchen und jetzt ihren Weg auf die Kinoleinwand gefunden haben. In den Comics war Ant-Man eines der Gründungsmitglieder der Avengers und einer der schlauesten Typen des Marvel-Universums. Daher fanden wir es an der Zeit, Ant-Man zu verfilmen. Scott, das ist deine Chance, ein Held zu werden. Ich brauche dich als Ant-Man. Oh Gott! Wow. Der Anzug ist der Mechanismus, durch den Ant-Man schrumpfen kann. Wenn du klein bist, hast du übermenschliche Kräfte. Und ich spreche mit Ameisen. Ant-Man zieht seinen Anzug an und drückt einen Knopf. Sofort schrumpft er auf die Größe einer Ameise. Und wir befinden uns in einer anderen Welt. Er ist nicht nur ein Typ in einem Anzug, der unglaublich ist. Er ist ein Typ, der Ameisen anführt. Es gibt Szenen mit Ameisenarmeen in verschiedenen Größen, Formen und Fähigkeiten. Am spannendsten sind all die Ameisen und Ant-Man zusammen in Aktion. Unglaublich. Bin unterwegs! Das ist ergreifend. Du warst gut. Der Anzug hat Macht. Das ist kein albernes Spielzeug wie der Iron-Man-Anzug. Wir sind erledigt.